Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und dann geht's auch schon los. Düren in den blauen Trikots als Auswärtsmannschaft stößt an von links nach rechts und felbert das Heimteam in den weißen Trikots von rechts nach links. Dennis Borg, der wird fürs Erste geklärt von Erwig Drüppel und dann der erste Abschluss aus der Ferne. Hoher Ball auf Hanafi und da hinten ist die nächste Möglichkeit. Julian Popovic. Hanafi verliert er den Ball, der geht aber direkt wieder. Oh, Unaufmerksamkeit und jetzt die Chance vielleicht über Buzzoli. Wenn sie jetzt schnell machen. Buzzoli kann abschließen, Buzzoli! Dicke Möglichkeit für die Gastgeber. Und wieder ein Ballverlust. Düren rückt auf. Hanafi, der hat jetzt ordentlich Platz. 2 gegen 2 jetzt gerade. Fesenmeier ist in der Mitte und da kommt noch... Nee, Hanafi macht selber und das ist der Führungstreffer. 1:0 für den 1. FC Düren. Ziemlich aus dem Nichts. Es ist Ismail Hanafi, der hier trifft. Und das erste Mal hier für... Unmut sorgt in der IMS Arena. Wir sehen es hier nochmal. Hanafi, ja, wird da ziemlich auf Abstand gehalten. Kann da dann machen, was er will. Kann Richtung 16er ziehen. Und dann ist es natürlich ein guter Abschluss. Und Ismail Hanafi kann da direkt an die Leistung der letzten Woche anknüpfen. Was ist das denn? Oh Gott. Lela, also die Kopfbälle von ihm, die sind bisher ein bisschen schwierig in dieser Anfangsphase. Der holt da diese Bogenlampen raus, auch gern mal nach hinten. Und da hätte er jetzt fast noch direkt selber für den Ausgleich gesorgt. Jetzt geht vielleicht mal was mit Tempo. Nee. Oh, Winke verliert einen Ball. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, aber Tyson kann erstmal abwehren. Gibt es aber da die neue Chance? Nee. Dann gibt Tyson da noch, Buzzoli war es, glaube ich, ein paar nette Worte mit, der da zu Boden gegangen ist im Strafraum. Und noch eine Ecke. Vielleicht geht es jetzt über den Standard. Vielleicht die letzte Möglichkeit der Halbzeit. Tyson ist erstmal dran, faustet ihn weg, aber der Ball ist weiter bei Felbert. Nochmal ein hoher Ball. Und das ist der Ausgleich! Das ist der Ausgleich, 1:1! Und wer ist es? Es ist Robin Hilger. Der hier für den Jubel in Felbert sorgt. Robin Hilger lässt die Sport- und Spielvereinigung hier kurz vor dem Halbzeitpfiff jubeln. Eben im Nachsetzen landet der Ball da nochmal außen und dann macht er das richtig gut. Und jetzt kann Düren hier vielleicht das erste Mal angreifen. Aykbekain in die Mitte und da wartet Hanafi an den Pfosten. Kann auch Düren nachsetzen? Nee, der wird fürs Erste geklärt. Die erste große Möglichkeit in Hälfte 2 gehört den Gästen. Tristan Duschke sucht dann mit einem hohen Ball plötzlich Hilger, der dann da von Tyson auftaucht. Den hat niemand im Blick gehabt von der Dürener Hintermannschaft. Wurde in den letzten 5 Spielen in Folge immer eingewechselt. Auch heute wieder. Jetzt ist er hier am Ball. Ibishi auf Aykbekain. Bekain macht er gut, wie er den nach außen legt. Sehr gut, wie er da Duschke austanzt. Und Aykbekain knapp am Tor vorbei. Super individuelle Situation hier vom Stürmer der Dürener. Von Felbert. Und da ist er drin! Da ist drin! Es steht 2:1 für Felbert. Und wie ist der in der Mitte reingesegelt? Hat der den etwa direkt gemacht? Wiederholung!
uns hier gleich nochmal angucken, was da jetzt genau passiert ist. Weil ich wollte gerade noch sagen, Ecken werden bestimmt kein Problem sein bei den großen Jungs, die da bei Düren hinten drin stehen. Und dann klingelt es auf einmal. Ja, da ist keiner mehr dran. Da ist keiner mehr dran. Eben die Chance hat, diese wichtigen drei Punkte hier zu behalten heute. Jetzt der Abschluss aus der Distanz von Mike Kühnel. Beide im letzten Spiel noch von Anfang an gestartet. Heute kommen sie jetzt eben für die letzten Minuten. Und jetzt wird es vielleicht nochmal gefährlich. Die Möglichkeit für Kaya. Kaya macht das gut. Kaya mit dem Abschluss. Und Tyson lenkt ihn über die Latte. Chance für Felbert hier, das Spiel zu entscheiden. Und es gibt den Konter über Kaya. Der kann sich da jetzt ordentlich Zeit lassen. Auf der rechten Seite geht er ins Duell mit Damaschek. Und geht dann Richtung Eckfahne. Und dann ist jetzt der Schluss. Der SSV geht Felbert. Holt diesen unfassbar wichtigen Heimsieg hier. Im Spiel gegen den 1. FC Düren. Und gewinnt mit 2:1. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.